Guten Morgen! Heute bin ich an einem besonderen Platz, den ich euch unbedingt vorstellen möchte. Das hier bedeutet Hoffnung. Das bedeutet Hoffnung für euch, das bedeutet Hoffnung für die nächsten Generationen. Das ist eine unglaublich geile Initiative, die hier gestartet ist in Kassel. Und das sind zwei Sachen eigentlich. Zum einen ist das ein von dem Rainbow Crystal Land inspirierten Gedanken, ein großes Gartengrundstück. Und zum zweiten ist das hier so ein bisschen der Ausgangspunkt von Dokutopia. Und ich hoffe, dass ich das alles richtig ausgesprochen habe. Ich glaube schon. Und ich habe mich jetzt hier die letzten zwei Tage sehr wohl gefühlt auf diesem Grundstück. Und ich möchte mit euch gemeinsam hier das Konzept euch vorstellen. Und der Boba, der jetzt nur irgendwo am Arbeiten ist, der wird mir dann Gesellschaft leisten und euch das auch näher bringen, was hier so der Gedanke ist und wie es entstanden ist. Und ja, da bin ich noch total gespannt. Einiges weiß ich schon. Bei einigen Sachen werde ich auch nochmal nachfragen, auch für euch, damit ihr das auch wisst. Hier ist ein richtiges Refugium inmitten einer Stadt, einer Großstadt. Also Kassel würde ich schon als Großstadt zählen. Ihr seht auch im Hintergrund, seht ihr, das ist Kassel. Und dieses, was hier ist, das ist ein richtig kleines Refugium innerhalb dieser Stadt. Und ja, da könnt ihr sehr gespannt sein, wir machen hier einen Rundgang. Das Schöne ist, hier sind wirklich Leute auch willkommen, die einfach mal raus wollen, die einfach mal auch out of the box denken wollen, die einfach neue Inspirationen wollen, die selber auch Interesse haben, etwas anzupacken und mitzukreieren. Und das ist unglaublich faszinierend. Ich freue mich total drauf. Ich bin das erste Mal hier, wie gesagt, vor zwei Tagen angekommen. Und ja, wenn ich jetzt den Boba irgendwo finde, dann werden wir gemeinsam umherstreifen. Ich freue mich. Bis gleich. So, das ist jetzt der Ausblick von dem, glaube ich, heißt der Wagen Weißer Koala. Und hier sitzt der Oberkoala. Hallo, Boba. Ja, das ist dein Projekt hier. Und ja, ich sehe ja schon einen Haufen Kastanien. Ja, genau. Der erste, was ich sagen würde, entweder basteln oder Waschmittel. Ja, Waschmittel, genau. Waschmittel. Das sind Saponine da drin und das ist eigentlich die europäische Waschnuss und in den 70er Jahren. Und seitdem sind ganz viele ökologisch nachhaltig denkende Menschen auf die Idee gekommen, Waschnüsse aus Indien zu importieren. Und dafür müssen jetzt die Inder sich mehr und mehr die ganzen chemischen Waschmittel kaufen, weil sie ihre eigenen Produkte nicht mehr sich leisten können. Und die meisten Menschen, die ich versuche hiermit zu inspirieren, auch unter anderem mit diesen Waschnüssen, sprich Kastanien, ist eben das, anstatt den Waschmittel zu nutzen, was herkömmlich produziert in pharmazeutischen oder chemischen Industrien so tagtäglich angeboten wird. Und das ist kostenlos jeden Herbst zum Sammeln für jeden in jeder Stadt in ganzen europäischen Ländern hier zu finden. Ja. Und Kräutertechnisch hast du ja auch Das sind Misteln, die sind eigentlich unter Naturschutz. Und da ist aber ein Baum durch den Sturm unten am Bach umgefallen. Und dann habe ich dankbar diese Heilkräuter, die auch gut bei Regelbeschwerden oder Entzündungen im Inneren angewandt werden können, aber das sollte man nur mit kaltem Wasser also Aufguss sozusagen. Kein heißes Wasser, weil sonst Giftstoffe gelöst werden können. Ah, okay. Auch die Beeren müssen dafür abgesammelt werden und kann man aber getrocknet als Wasser kalt. Okay, da sind wir eigentlich schon richtig tief drin in den ganzen Sachen. Worum geht's ja eigentlich? Also ich habe hier eine Karte gesehen, vielleicht können wir es anhand dieser Karte auch ein bisschen beschreiben. Au! Genau. Ja, ist hier ein bisschen eingebaut. Das ist ja sozusagen das Land, wo wir drauf sind. Genau, das ist der Rainbow Crystal Garden. Rainbow Crystal Garden. Und für alle die, die vielleicht nicht genau wissen, was ein Rainbow Crystal Garden ist, kannst du mal so aus deinen Worten vielleicht das so sagen? So. Ja, es ist auch wie du gerade schon angedeutet hast, am Anfang ist es inspiriert vom Rainbow Crystal Land. Das heißt, das ist die Rainbow Family, die sich seit den 70er Jahren nach einer Hopi-Prophezeiung als Stamm der verschiedenen Völker und verschiedenen Religionen und verschiedenen Erdteile zusammen findet jedes Jahr für einen Monat ohne Elektrizität, ohne Alkohol und ohne Drogen, um sich dort der Welt anzunehmen und sich selbst und die Kulturen miteinander zu verbinden. Und gerade der Punkt ohne Drogen, das ist wirklich so ein Punkt, den man auch mal herausstellen muss, weil ist ja Rainbow ist ja ein bisschen so Hippie, kann man ja mal für den alltagstauglichen Sprachgebrauch benutzen, sagen. Ja, es kommt aus der Hopi-Prophezeiung. Also Hippie ist auch, glaube ich, ein alter von den, ich weiß nicht, Navajo, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist es von den alten Indianern eine Überlieferung, dass wenn die Erde kurz vorm Abgrund steht und die natürlichen Ressourcen zu Ende gehen, dass sich dann
alle Völker nochmal zusammentun, um das Gute in der Erde wieder dankbar anzunehmen, zu wertzuschätzen und ja, auch. Und du sagtest, also hier ist so gut wie jeder willkommen, der sich an diese Grundregeln hält, die du angesprochen hast, keine Drogen und so weiter. Und lass uns doch einfach mal jetzt das hier abgehen und weiterreden. Hier gibt es ja wahnsinnig viele Punkte. Ja, wir sind gerade hier im weißen Koala, das ist die Nummer 1, das ist der Bauwagen, der da vorne Küchenbauwagen war, das da drüben ist die blaue Schildkröte, das auch mal ein Küchenbauwagen war, da ist der Shitpit, sogenannte Kompostklo-Einrichtung für die Erde und da noch zwei Taubenschläge, wo eine Rainbow Sister gerade seit ein paar Monaten wohnt und sich den ausgebaut hat für den Winter. Also man kann ja auch länger als einen Tag mal bleiben? Ja, auf jeden Fall, also es gibt auch viele andere Gartengrundstücke, wo sich Menschen hier gerne niederlassen können und das pachten oder kaufen können, ja, und dann auch eine ähnliche oder andere Idee und ein Konzept dort zu leben, des naturverbundenen Alltags. Cool, dann lass mal hier rausgehen und hier mitten in der Stadt, aber trotzdem total eine Idylle. Und jetzt ist Winter und wenn hier Frühling oder Sommer ist, kann ich mir vorstellen, hier wird es wahnsinnig grün sein, oder? Auf jeden Fall, viele Früchte, viele Obstbäume, aber vor allem habe ich mich darauf spezialisiert, nicht viel anzupflanzen. Man sieht zwar hier ein paar wilde Hochbeete, die ein paar Ringelblumen hier noch haben, aber der Rest, den ich hier versuche zu kultivieren, ist eigentlich das, was auf dem Land schon seit Jahrzehnten oder schon länger hier wächst. Und mehr möchte ich das kennenlernen, was unsere natürliche Umgebung uns schon bereithält an Heilkräutern und Nahrungsmitteln und. Okay, und das ist jetzt sozusagen die zweite Schlafgelegenheit hier? Ja, es ist einerseits mal gläsernes Restaurant gewesen, eine volksküchenähnliche transparente Küche, wo man alles nachprüfen konnte, wie das auf den Teller gelangt ist, also von welchem Feld, von welcher solidarischen Landwirtschaft oder von welchem kleinen Betrieb oder biologisch-ökonomisch-dynamischer Landwirtschaft. Ja, Essbare Stadt ist auch ein ganz toller Verein hier in Kassel, der das auch mit unterstützt hat. Das heißt, wir konnten das Gemüse, was in Selbsterntefeldern und Gemeinschaftsgärten produziert wurde, dann auch in dem gläsernen Restaurant verarbeiten und an der Kunsthochschule vor ein paar Jahren dann mit den Studenten zusammen kochen und uns ja, einverleiben. Und ich habe gesehen, das hier, ne, das ist containert. Auch noch so ein Thema, wo ich eigentlich immer mal drauf hinweisen wollte. Das ist weggeschmissen. Genau. Das ist weggeschmissen. Das ist wirklich, also wir haben auch gestern gemeinsam gegessen, auch mit weggeschmissenen Lebensmitteln. Du erkennst halt null Unterschied. Also für all diejenigen, die containern, immer noch sagen, ist nicht so. Ich kann es echt nur empfehlen, aber gibt es ja schon einige Videos dazu. Auf jeden Fall mal immer als Inspiration mit reingebracht. Die blaue Schildkröte. Richtig. Ja, Gästebauwagen, Kinderbauwagen von meinen zwei Töchtern und für jeden offen, wenn er frei ist, zum Übernachten und ja. Okay. Weiter geht's. Da hinten vielleicht zuerst mal kurz zu der Standardinfrastruktur für die Rainbow Family, der sogenannte Shitpit. Yeah, das Shitpit. Wo man dann mit Asche und Sägemehl oder anderem Einstreu dann eigenen Kompost kreieren kann. Und du hast das so gelöst, dass das gar nicht wie so ein Plumpsklo ist, sondern das fließt halt oder es fällt direkt durch und irgendwie direkt in den Garten rein. So. Genau. Die Erde, die danach rauskommt, die wird zwar nicht dann für Pflanzen benutzt, die man anbaut, sondern eher für die wild wachsenden Kräuter, Bäume und Sträucher. Und hier ist dann der normale Bio-Kompost und da gibt es auch noch ein Place to Pee. Place to pee, Pisspot sozusagen. Ja, hier ist ein kleines Schild. Und warum ist die Brille dann da oben drauf? Ist das um gegen die Wand zu kacken? Nee, die Damen dürfen sich ja auch setzen, wenn sie Lust haben, oder auch die Herren. Das muss man aber nicht. Dann gibt es hier noch einen abgecycelten anderen alten Kompost-Klo-Apparat. Der ist aus einem alten Kühlschrank entstanden, der ist aber nicht mehr in Betrieb. Also kann man sozusagen in den Kühlschrank reinkacken? Genau, da hat man dann hier eine Vergasung im Kühlschrank mit so einem Rohr oder mit einem kleinen Plastikrohr kann man dann da selber schnell den Kompost generieren durch seine. Interessant. Wer schon immer mal in den Kühlschrank kacken wollte, der kann hier. Au! Ah, fuck! Aua! Das war wieder mal gestern auch schon mal. Jetzt sind wir im Garten Eden, das ist das Nachbargrundstück von einer Bekannten. Okay. Und da steht mein Bus Leonardo, der auch zum Übernachten für jeden offen steht. Da pennt gerade auch jemand, deshalb wollen wir da jetzt. Okay, ja, da schläft gerade jemand drin. Kopf. Ja, ja. So, ja, hier auch noch eine alte Waschmaschine.
Schiene. Da habe ich noch vor, in den nächsten Monaten oder Jahren die mit dem Fahrrad anzutreiben und dann vielleicht auch selbstständig da unten die Trommel mit Muskelkraft dann anzutreiben, um nicht mehr im Atelier waschen zu müssen, wo ich da ab und zu dann doch. Also du lebst Großteil auch hier draußen, kann man sagen, ne? Seit 3,5 Jahren ist es jetzt der 4. Winter, den ich jetzt hier in Rainbow Crystal Garden zu Hause bin und habe zwar noch im Atelier eine offizielle Adresse und wie gesagt, wasche ich da ab und zu noch meine Wäsche und gehe mal duschen, wenn ich hier mein Wasser nicht auf dem Ofen warm machen will. Vom Regenwasser und vom Bach unten kann ich mir immer Wasser holen und das ist auch für jeden hier zugänglich und die Nachbarschaft ist auch sehr herzlich und bis jetzt auch sehr verständnisvoll mit der Idee, dass man hier ein anderes Leben hat. Hier ein bisschen Holzlager. Okay. Im Winter ein paar Drainagen am Hang. Da oben wohnt auch gerade ab und an ein Freund von mir, der mir beim Bauwagenbau geholfen hat. Ein sehr guter Holzkünstler, der hier auch die Hochbeete aus einer Gerichtslinde gezaubert hat. Hier mache ich auch manchmal ein paar Skulpturen. Du bist ja zeigt. Künstler. Ja, Künstler. Wir sind alle Künstler. Ich glaube, das Leben ist ja das Einzige, was uns jeden Tag vor Herausforderungen stellt, die wir kreativ meistern wollen. Wenn wir es aus dem Herz tun, sind wir alle Künstler. Und hier hinten, das sind auch noch Baustellen, die ich noch vor mir habe, mit irgendwelchen Kellerabteilen, die eingestürzt sind von der Hütte. Das sind alles noch ein paar Projekte. Also wie so viele kleine Hütten, die rund um, also in diesem Grundstück entstehen, damit viele Leute hier, ja, würde ich sagen, Zuflucht gewinnen können, aber sagen wir, ein neues Leben vielleicht so ein bisschen initiieren für sich, Inspiration anpacken, selber kreieren, was schaffen. Heutzutage ist ja viel, ja, einfach nur so abarbeiten und nicht wirklich selber was kreieren. Ja, das stimmt. Also wenn man sich das Prinzip Zeit nochmal verinnerlicht in Meditation und in Ruhe sich darüber Gedanken macht oder loslässt an den Anhaftungen, kann man natürlich die Freude im Moment und das Glück von der Natur und sich selber abhängig machen und nicht von anderen. Mhm. Und da habe ich gelernt, dass auch in der Stadt es möglich ist, so den inneren ruhenden Kern zu kultivieren und da mehr und mehr zu finden, was einen glücklich macht. Ich glaube, das Glücksprinzip ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind mit anderen Sachen glücklich. Es wäre ein Lebensprinzip nicht für jeden. Und ich bin dankbar, wenn Menschen es zumindest respektieren, dass wir hier manchmal mit mehreren Leuten zusammenleben. Und die Rainbow Family hat das auch schon sehr belebt in den letzten Jahren. Und es ist ein schöner kleiner Anfang, den hier in der Stadt als so mein größtes Menschenschutzgebiet. Menschenschutzgebiet? Ja, es gibt keine Naturschutzgebiete, es gibt Tierschutzgebiete, hat sich alles der Mensch ausgedacht. Ja. Aber so für uns Menschen selbst haben wir noch nicht sowas wie City-Retreats, sondern nur meist im spirituellen, religiösen, esoterischen Bereich. Ja. Aber die Rainbow Family bedeutet für mich eben auch so eine interkulturelle Artenvielfalt, die gemeinsam die Welt nochmal wandelbar eben zum Positiven für die nächsten Generationen gestalten kann. Okay. Wir sind aber bei der roten Taube, einem Taubenschlag, einem ehemaligen, den jetzt Avalon, wie gesagt, ausgebaut hat. Geh ein bisschen weit weg, damit das besser mal sieht. Isoliert hat und die ist aber gerade unterwegs, deshalb ist der gerade zu. Ja, da vorne, wo die Paletten stehen, hinter dem Main Circle, was der erste Hauptfeuerkreis hier ist, den man auch beim Rainbow zum Essen, wo man abends dann gemeinsam genau Musik machen kann, essen kann und miteinander eine heilsame Zeit verbringen kann. Dahinter bei den Paletten war auch im Sommer immer mal wieder das Tipi für 10, 15 Leute aufgebaut. Das total gerast, richtig. Man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt eigentlich Hanglage und trotzdem ist das Plan. Das war bestimmt eine Menge Arbeit, das hier so Plan zu bekommen und dann noch diese Sitzreihen da reinzumachen. Ja, es haben viele Leute ab und zu immer wieder mit angepackt und dadurch ist das in 3,5 Jahren auch schneller entstanden. Alleine hätte ich das natürlich alles gar nicht schaffen können. Ich bin sehr dankbar, dass auch so viele, nicht nur Rainbow Family, Brothers and Sisters hier vorbeikommen, um das mitzubeleben, sondern auch von der Stadtgesellschaft sich das als Brücke zwischen dem konventionellen Arbeitsleben und der, ich sag nicht freien Zeitgestaltung, sondern nachhaltigen Naturverantwortlichkeit irgendwie auch so eine Brücke bildet aus Menschen, die ganz normal leben und eben denen, die sich mit ihrer Zeit auch um die Natur und die Menschen. Darum geht es letztlich, also für mich zumindest auch in meiner Arbeit darum, dass man halt mit Menschen auch inspiriert, über den Tellerrand hinauszuschauen. Diejenigen, die schon alternativ leben, die sagen, ja, ist total geil, aber die wissen es alles schon. Aber es hat viel mehr Potenzial für Menschen, die halt eben noch nicht so
alternativ denkend sind, also in Alternativen denkend. Alternativ denken ist ja auch schon wieder so ein Label. Ja, es ist für mich eben auch nicht nur eine Alternative. Jeder hat seine individuelle Skriptprinzip, wie ich vorher gerade schon gesagt habe. Und es ist für mich sehr wichtig, dass diese Individualität, die man im Rainbow, in der freien Zeitgestaltung, in der Gemeinschaft, aber auch für sich genießen kann, dass die allen was bringt. Das ist hierarchiefrei, das ist basisdemokratisch mit Talking Circles, also Gesprächskreisen, mit Gesprächsstab, wo jedem auch Gehör geschenkt wird und jeder. Und dadurch haben die Menschen dadurch auch viel mehr Freude am Tun. Und wenn man sich überlegt, jedes Jahr können 2.000, 3.000 Menschen jeden Tag satt werden, im Kreis zusammen essen und bauen für einen Monat eine Infrastruktur in der Natur auf. Yeah! Das ist sehr inspirierend. Und das hat mich auch dazu gebracht, sowas im Kleinen dann auch hier anzufangen. Das ist ein kleines Gewächshaus, wo noch nichts für nächstes Jahr angebaut ist. Aber da kommt auch noch was. Hier sind die Hagebutten, die man dann auch frisch sich direkt auf den Finger drücken kann. Es muss, wenn sie weich sind. Sehr großer Vitamin C-Gehalt da drin, sehr gesund auch. Oh, hier geht's weiter. Hier sind die Hochbeete, wo auch nicht mehr so viel wächst. Und hier hängt das auch ab und zu mal ein bisschen runter, das Ganze, was ich wieder hochflechten muss. Boah, du hast doch gar nicht das Projekt gezeigt mit den Bäumen, die zusammenwachsen. Ach so, ja, das sind ein paar Bäume hier. Boah. Da unten können wir ja nochmal zum. Das fand ich total geil. Das müsst ihr unbedingt sehen. Weil wenn ihr euch, wenn ihr so imaginieren könnt, dann, also das ist, also ich habe das gesehen und dachte, boah, das ist wie ein wahr gewordener Traum. Oder das wird ja dann wahrscheinlich irgendwann wahr in 20, also 30 Jahren. Ja, man sieht es hier eben im Kleinen schon, da habe ich vor 3 Jahren angefangen, so ein paar Geburten mal zusammen zu binden. Und ich möchte so wenig wie möglich den Pflanzen, ich sag nicht wehtun, aber sie beschneiden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Und deshalb binde ich sie in die Art und Weise im Garten ein, dass sie eben die Türen oder manche Wege nicht so sehr zuwachsen, dass man eben noch durchkommt. Und da sind da unten beim Haselnuss auch schon ein paar Äste geflochten und ganz unten hier gibt es noch den Weidenkreis, der vielleicht dann, wie du gerade gesagt hast, in 20 Jahren ein Haus wird. Mhm. Haben wir vor 2 Jahren ein paar gesteckt und von den 50 sind so 20 angegangen. Die will ich auch noch am Brunnen ausschachten, dass es noch ein bisschen dauert, weil die Erde darunter so hart ist. Apropos Wasser, bei Rainbow ist ja eigentlich immer so, dass man da näher auch einen Fluss hat. Hast du hier irgendwie einen Fluss oder eine Quelle oder sowas näher? Also wenn du hier hinter dem Busch da runter filmst, in dieses kleine Teil rein, da unten ist der Bach. Du hast direkt eine Quelle hier? Ja, das aber das ist bestimmt keine Quelle, das ist ein normaler Fluss, oder? Na, ist ja ein Bach, der ist im Quellbachtal und ich würde mal behaupten, dass die Quelle von 200 Meter entfernt auch nicht so verschmutzt wird von dem. Aber das ist ja richtiges Rainbowland, auch wenn es ein Garten ist, sagen wir mal so. Ein kleines, wie du sagst, Zufluchtsstelle für Menschen, die Ruhe im Alltag suchen und sich selber besser kennenlernen wollen. Und nun, ich habe jetzt auch schon in den 2 Tagen, wo wir jetzt hier waren ja schon auch 2 Leute jetzt hier, die jeweils irgendwo Zuflucht gefunden haben, indem sie, der eine hat ja eine ziemlich intensive Lebensgeschichte. Also das ist wirklich so. Ja. Kriegserfahrung und Menschen, die eben auch in Krisengebieten der Welt unterwegs waren und danach diese Erfahrung mit Hunger, mit Tod und mit sehr schlimmen Geschichten auch aufarbeiten möchten. Mhm. Die haben nicht nur solche Menschen, auch mit Suchterkrankungen oder auch Menschen, die im Lebensweg neue Richtungen einschlagen wollen, die haben hier meist für sich selber den Raum loszulassen, das mir zu erzählen, anderen Rainbow Brothers und Sisters zu erzählen und dadurch eben auch wieder mit ihrer Traumzeitgeschichte fortzufahren, in neuer Art und Weise das Land zu beleben und sich ein sinnhaftes Leben auch weiterhin zu ermöglichen. Und hier sind wir gerade im Motorrad vorbeifahren und das ist eben genau das Geile. Hier ist Integration, gelebte Integration. Und du hast ja noch ein richtig geiles Projekt, auch mit initiiert, wenn ich das richtig verstanden habe, die Dokutopia. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Das war im Rahmen oder neben der Documenta in Kassel 2016. Das ist ein Projekt, wollen wir da auch mal drüber reden, weil das fand ich total interessant. Können wir gerne machen. Ja. Also Dokutopia ist in dem Sinne ein Kartierungsprojekt zuerst mal, was solche Orte wie Rainbow Crystal Lands, aber auch urbane Gartenprojekte und Räume des Lebens, der Bildung und des Gemeinwohls, Schenk- und Tauschökonomie
und Kunst im öffentlichen Raum und Naturorte für alle sichtbar machen kann, okay, indem man es selber einträgt, was man in der Welt für schöne Orte kennengelernt hat, Projekte, Gemeinschaften und Orte, die man mit anderen teilen möchte. Wenn man beim Rainbow ist, dann redet man ja, oh, ich war schon da und da musst du mal hin, und man tauscht sich aus, ist in sozialen Netzwerken oder sonst wie mit E-Mail oder Telefon verknüpft. Und so wäre eine Kartierung eben auch eine dezentral, selbstgesteuert, selbstorganisierte, große Möglichkeit, Menschen miteinander zu vernetzen, die auf der Reise vielleicht Plätze suchen oder selbst welche aufgebaut haben und sich gegenseitig helfen. Hier in Kassel. Also ich bin ja auch jetzt hier quasi öfter in Kassel gewesen, und ja, und dann habe ich dadurch, dass du bei mir mal sozusagen übernachten konntest auf der Durchreise zum Rainbow in Polen, ja, habe ich mich daran erinnert und habe ihn gefragt, und ja, und so ist es aber auch, wenn du jetzt so eine Karte hättest, du siehst einfach, ich bin jetzt in Kassel, ich brauche eine Bleibe oder ich möchte mich gerne austauschen oder was auch immer, oder ganz konkret ein bestimmtes Projekt besuchen, gibt es ja auch, dann weißt du das. Und das kann so schnell entstehen, weil ich weiß ja selber, ich kenne locker 10, 20 Sachen, die ich eintragen könnte auf dieser Karte. Und ja, wenn jeder, überlegt mal, wenn jeder von euch, wir sind jetzt 12.000 Abonnenten, sag mal jeder zweite, 6.000 Abonnenten, und jeder schreibt seine Erfahrung einfach in dieses, ich verlinke euch das unten noch, wo ihr das eintragen könnt, und schreibt da was rein. Alles, was mit, ja, alternativ, sag nochmal genau, was man da eintragen kann. Wir können uns die Karte gerne oben nochmal angucken. Ah, okay, da schauen wir uns das nochmal an, weil das finde ich richtig, richtig geil, weil ich selber merke so, dass ich profitiere. Ich fahre durch das Land und ja, habe Orte, wo ich mich einfach so ein Stück, sag mal, Wohlfühler oder Wohlfühler würden als vielleicht anders. Und von daher, ja, also wenn ihr da was eintragen könnt, tragt da auf jeden Fall was ein. Wir gucken uns gleich oben die Karte an. Aber jetzt stehen wir in dem Dom. Das ist das. Das sind hier rund um Weiden. Ja, das sind rund um Weiden. Also es ist nicht nur, also das neu gepflanzte, gesteckte vor 2 Jahren sind Weiden. Da ist noch Weißdorn dazwischen und Holunder und Haselnuss. Ja, ich habe da die Idee mit der Karte, das können wir ja gleich nochmal überreden, aber mit dem Dom, was du sagst, da habe ich eben auch gerade dran gedacht, was ist eigentlich unser Tempel neben unserem Körper? Das ist ja die Natur, die uns umgibt. Das ist das, was wir täglich essen, einatmen auf der Erde. Genau, auf der Erde, die uns trägt, täglich dankbar, das auch, ja, nicht nur aufnehmen, sondern wertschätzen und dafür ein bisschen Zeit investieren können, für nicht nur die nächsten Generationen, auch schon für das Glücksprinzip im Moment. Da siehst du jetzt auch noch mal so 2, 3 kleine, die du verbunden, ineinander gewunden hast. Ja, und sonst kann man auch hier Haselnussstöcke mal abschneiden zum Bauen. Oder für Pfeil und Bogen für meine Tochter habe ich mal einen abgeschnitten und wir haben dann zusammen Pfeil und Bogen gebastelt. Es sind viele Möglichkeiten, die auch unabhängig von Spielzeugen Kinder inspiriert, hier ein freies Leben auf dem Land, auch neben dem Kindergarten und den normalen Institutionen oder Kinderspielplätzen auch so selbst zu entdecken. Und das ist für mich auch dadurch großes Abenteuer, wo ich sehr viel lerne von den Kindern. Hier ist der Weihnachtsbaum eingepflanzt von vor 3 Jahren. Stille. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. So. Oh, man könnte mal baden! Ja, das kommt irgendwo noch. Okay, hier ist vieles noch stehen. Hier ist auch, also viel Potenzial auch für euch, wenn ihr anpacken wollt, wenn ihr irgendwelche Kenntnisse habt oder was, einfach hierher gehen. Es ist einfach, es macht unglaublich Freude, in der Natur zu leben. Und gerade im Winter, wo man sagt, boah, da will ich gar nicht, das ist eine neue Erfahrung, neue neuronale Netze werden gebildet, anders agieren, raus aus Mustern. Genau das Richtige für euch. Wenn ihr in Kassel wohnt, unbedingt hier vorbeischauen. Also das wäre ja nur ein Traum, wenn es hier in meiner Stadt sowas gäbe. Aber Leipzig hat auch viele andere positive Projekte. Einige habe ich auch schon vorgestellt. Und es freut mich einfach zu sehen, dass überall hier sowas wächst. Und naja, mal sehen, wie lange es dauert, bis wir die Weltherrschaft haben. Naja, was ist ja die Weltherrschaft? Ich glaube, wir alle können ja in unseren kleinen Räumen etwas anfangen. Und die Veränderungen, die wir in uns selber dann auch tagtäglich leben, die hat dann auch eine Veränderung für Umfeld dann zur Folge. Hier zum Beispiel habe ich nicht nur den Aufkleber von Dokutopia und das Akrostikon, wie eben dann Dokutopia entschlüsselt werden kann, die direkte Orientierung. Kommunie ist sowas wie eine Allmende und eine Utopie, ein Nichtort als Treffpunkt und offenes Paradies wie beim Rainbow mit interkultureller Artenvielfalt. Das heißt für mich eben auch, dass man überall auf der Welt herzlich willkommen ist, wo Menschen sind. Egal, ob man die Sprache spricht oder nicht. Ja. Wir sind alles irgendwie Bruder und Schwester im Herzen und für mich ist es eine große Familie, wo ich gerne sowas hätte, irgendwann wie ein Weltpassport,
der uns Reisen ermöglicht. Vielleicht sind wir irgendwann auch ein immaterielles Weltkulturerbe als Stamm und können diese Reisefreiheit dann wieder genießen zwischen Rainbow Crystalland und Rainbow Crystalland, uns auszutauschen, Anbauplanung zusammen zu machen und eine Gemeinschaft, die wirklich nachhaltig für die nächsten Generationen funktioniert, zu initiieren und auch geschützt zu werden als ja, Menschenrecht auf Natur, wie auch nicht nur indigene Völker in Australien und sonst wo in Südamerika, in Afrika, auf der ganzen Welt für ihre Rechte kämpfen, sind wir ja auch Eingeborene in unserem Land und können dadurch die Natur auch mit den Wurzeln, von denen wir kommen, wertschätzen und mit anderen austauschen, um zu lernen. Ja, jetzt sind wir hier vorne im bunten Raben, in der Hütte, die ich gerade meist bewohne. Ihr habt ja jetzt 2 Nächte hier gepennt. Ja. Wir tauschen ja gerne auch hier verschiedene Schlafmöglichkeiten miteinander aus. Das ist von Solidarischer Landwirtschaft. Das ist auch ein Betrieb in der Nähe hier oder 2 in Kassel, wo man einen Anteil zeichnen kann. Aber mir fällt auf, dass überall viel Licht, viel Fenster. Dort, wo es geht, irgendwie immer was eingab. Das Licht reingab. Das ist eigentlich hier eine Schranktür gewesen. Ja, aber das ist halt einfach total schön. Also im normalen, oftmals ist es so, in normalen Wohnungen ist halt, du sammelst Sonnenbrillen? Naja, das ist meine Jugend noch, meine Jugendzeit am Sonnenbrillen. Ja, ich hab ab und zu auch. Dabei, so viel Licht braucht man viel Sonne. Und wenn ihr 10 Leute oder 20 Leute da sind, kriegt doch jeder Sonnenbrillen drin. Genau, so sieht's aus. Und dann haben wir hier noch die 2 Räume, wo, wie gesagt, auch wir gemeinschaftlich essen, trinken, auch pennen können und einen Ofen, wie auch im Taumschlag unten oder in der blauen Schildkröte, ist ein kleiner Raum, wo ich auch jedes Wochenende mit meinen Kindern dann unterwegs bin. Hier haben meine 2 Töchter die ganzen Wände angemalt und das ist auch deren Spielzimmer, wo sie austoben können mit Matratzenrutsche und mit Farben. Ich hatte bei Instagram, kann ich auch mal dazu sagen, ich hatte bei Instagram ein Foto von mir gemacht, wo ich aufgewacht bin vor der Wand und so und da hier unten und ja, und da hat nur ein Kommentar, das sieht aber creepy aus. Bei Kindern ist es immer so, das ist, weil die ganzen Horrorfilme mit den ganzen Kinderzeichnungen und so weiter, das löst bei vielen Menschen immer so ein bisschen so. Ja, es ist nicht nur bei den Horrorfilmen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen sehr viel Angst davor haben, über das Thema Kind zu reden, wenn sie selber noch keine Kinder haben, weil sie eben in ihrer Kindheit selber vielleicht etwas erlebt haben, was danach wieder irgendwelche Gefühle bei ihnen auslöst, wenn sie junge Erwachsene sind und darüber nachdenken, wie sie Kindern gerne etwas vorleben wollen, was sie anders oder ähnlich machen wollen wie ihre Eltern. Und dadurch ist das Thema Kind sehr oft vorbelastet mit Sachen, die man selber erlebt hat. Und wenn man dann merkt, in jungen Familien ist die Abarbeitung der eigenen transgenerationalen Trauma-Aufarbeitung sehr großes Thema bei Familien, die sich damit auseinandersetzen. Und die Kinder tragen dann eben entweder die glücklichen Seiten der letzten Generation weiter oder eben auch die Päckchen mit. Und wenn man sich dann immer mit Kindern umgibt, merkt man, dass man von denen am meisten lernen kann, weil sie eben ehrlich sind und den Moment und das Glück so im Zufriedenen, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, auch feiern können. Und da habe ich auch am meisten Freude, wenn ich denen dann freie Raum- und Gestaltungszeit hier gebe. Und dankbar bin ich dafür. Hier siehst du es auch, wenn du willst. Da sind meine Töchter hier ganz oben beim Garten ganz am Anfang schon mitgeholfen haben. Okay. Beim Malen, beim Aufräumen, hier beim Wasser ausschütten oder Feuer machen. Und ich merke, oder beim Kühlschrank upcyclen zum Kompostklo. Und ich merke, dass die Kinder das auch sehr dankbar aufnehmen, was sie hier lernen. Oh, hallo! Du bist im Internet. Ja, ich I can give you some clubbers for the teeth. I would need a rock, brother. Yeah, I get you. So. Break my mouth. Und jetzt können wir noch mal kurz zu der Karte gehen, die wir ja vorher noch kurz angesprochen haben. Hier sind ein paar Tierquitten, die man auch eigentlich noch verarbeiten könnte. Ich bin aber nicht so der Quitten-Fan. Das können sich auch Leute hier gerne abholen. Der Garten ist auch offen zum Ernte einholen, wenn Menschen Lust haben, Äpfel mal zu sammeln. Sowas wie Sträubswiesen gibt es ja auch kartiert von Mundraub an der Internetseite. Aber ihr habt ja auch ein Projekt über essbare Stadt, habe ich gehört. Richtig. Das ist auch auf der Karte verzeichnet. Also essbare Stadt und Transition Town sind wir ja auch in Kassel. Dokutopia. Das hat das auch gesponsert. Um genau zu sein, steht da auch gefördert von der essbaren Stadt und Transition Town Kassel. Okay. Und das sind eben die 2 Initiativen, die dieses Projekt auch mit dieser Karte, zumindest der ausgedruckten für Kassel, dann auch mit ins Leben gerufen hat.
Und ich bin sehr dankbar für die Menschen, die sich zumindest hier schon in der Stadt kartiert haben. Und im Online-Bereich sieht das dann so aus, dass wenn man auf dokutopia.de geht, hier oben einen Stift findet. Wenn man den anklickt, braucht man sich nicht einzuloggen. Es gibt keinen Administrator. Man kann sich dann für einen der verschiedenen Kategorien eintragen. Entweder sein Projekt oder wo man schon mal bei einer Gemeinschaft zu Besuch war. Und wenn man diesen Punkt dann setzt, dann ist er automatisch online. Okay. Und dadurch können sich Menschen dann ja, ihre Utopien miteinander verknüpfen und die Lebenswege vielleicht sich öfters kreuzen. Da unten steht's. Do your own Dokutopia. Oder Do Utopia. Oder ja. Copyleft bedeutet eben auch, man gibt die Rechte weg. Ja. Das heißt, jeder kann alles nutzen und wir haben dadurch vielleicht auch eine digitale große Allmende, die sich auf die reale Lebensgemeinschaft, menschliche Spezies auch überträgt. Ich weiß es nicht. Und das ist ja gerade die Chance in der digitalen Welt. Viele negative Sachen werden ja auch irgendwie angesprochen, aber gerade die positiven Sachen. Wir haben, oder die meisten Menschen haben die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Sie haben die Möglichkeit. Das hatte man früher nicht. Da gab es Landesgrenzen, da gab es vom Transport her unüberwindbare Hindernisse. Aber jetzt hätten wir die Möglichkeit. Die Werkzeuge sind da. Die Werkzeuge sind da. Wir müssen sie nur nutzen. Und ja, ihr könnt sich ja mal selber fragen, inwieweit du vielleicht auch so mal ein kleines Werkzeug in die Hand nimmst, vielleicht in Dokutopia was einträgst oder selber was startest und ja, wenn du Inspiration brauchst, Fragen, wie so ein Projekt vielleicht losgeht oder infrastrukturell, wobei es bestimmt, wenn du hier in Kassel vorbeikommst, da immer offen und herzlich willkommen. Ja. Hast du irgendwie schon noch eine Medienpräsenz oder sowas, eine Website, ein YouTube-Kanal? Ja, ich habe 15 Jahre Filme gemacht oder bin eigentlich auch studierter Filmemacher, was auch immer das bedeutet. Ach stimmt, Kunst hast du studiert, genau, da war ich Film wahrscheinlich. Genau, ich war in der Kunsthochschule und da habe ich einige Kunstvideos gemacht, unter anderem auch mit Aborigines, eine Dokumentation in Australien vor 10 Jahren gedreht und die würde ich jedem wärmstens ans Herz legen. Das findet man unter 1mproduction.com. Ja, ich verlinke euch das unten noch, braucht ihr nur draufklicken. Ich kenne euch, wer wollt draufklicken. Ja, und das ist eben auch diese Dokumentation Voices from Australia mit Aborigines, einen grundlegender Lebenswandel für mich danach gewesen, weil ich von denen sehr viel gelernt habe, was für die Kunst bedeutet, was es auch bedeutet, Verantwortung fürs Land zu übernehmen und auch den Kindern das vorzuleben, dass es neben dem Stadtleben auch eine Möglichkeit gibt der Wertschätzung und der Verantwortung, aber auch der Verbindung mit den Menschen und mit Natur und Tieren in Harmonie und Einklang, aber auch mit Respekt und wie gesagt, es ist Arbeit. Verantwortung ist zu übernehmen, ist nicht ein Spiel oder eine Vision und eine Blase, die man so spielen kann ohne Sinn und Verstand. Ich finde es sehr wichtig, dass die Menschen auch verstehen, dass sehr viel Arbeit dahinter steckt. Oder aber warum das ist immer so negativ assoziiert? Ja, es ist Arbeit dahinter, aber Arbeit ist geil. Warum sind wir auf diesem Planeten, um rumzusitzen? Ja, du hast vollkommen recht. Wir wollen, dass es Arbeit ist. Arbeit, genau, die in eigener Regie selbstständig. Ja. Ohne Druck von außen, im eigenen Rhythmus, im Flow mit anderen, freiwillig interagieren, eben für mich ein anderes Prinzip der Arbeit darstellt, die auch ja, für Kinder und nicht nur Kinder, auch Erwachsene und ältere Menschen ein geldfreies und glückliches Leben erzeugen kann. So viele Visionen haben wir euch heute geteilt. Und wenn ihr, wie gesagt, mehr wollt, ihr habt die Links, ich verlinke euch das alles unten. Dokutopia, die Map, das 1M-Production, ich werde es mir nochmal genau aufschreiben. Das from Australia, genau. Ja, genau, die Dokumentation und ganz viele andere Filme. Ich habe da mal gestern drüber geschaut. Ich wollte an Anfang kommen, wo du angefangen hast mit dem Film. Ich war irgendwie bei 2011, da sind immer noch older Posts. Also da gibt es viel zu schauen, also wenn ihr da Lust drauf habt. Und natürlich, wenn ihr hier in Kassel und Umgebung seid, dann, ich sage euch immer herzlich willkommen. Ja, und das Letzte, was ich hier noch kurz zur weißen Koala vom ganzen kleinen Anfang erzählen wollte, da hat zum Beispiel auch eine Rainbow Sister, die mit ihrem Freund hier war, vor ein paar Monaten ein paar Tinkturen mitgebracht. Das heißt, dieser weiße Koala ist nicht nur für die Heilkräuter aus dem Garten und den Waschnüssen für jeden irgendwie zugänglich, sondern auch Freunde, die aus Südamerika hier im Dschungel aufgewachsen sind. Die haben hier Kunsthandwerk, Makramees mit Steinen aus Südamerika zum Anbieten. Und das ist auch alles auf Energieausgleich, Tauschbasis, Spendenbasis
zu erwerben. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für die Produkte, sondern eher einladen, dass auch gemeinschaftliche Konzepte Ertrag bringen können. Das heißt, dass man die Ernte teilen kann, dass man miteinander Gemeinschaftsküchen aufmacht oder eben auch gemeinschaftsspendenbasierte kleine Läden aufmachen kann. Und dieses gegenseitig helfen mit Produkten, Dienstleistungen, das kann in einem Netzwerk digital, aber auch im Realen sehr leicht verknüpft werden mit den jetzt schon existierenden Werkzeugen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich auch total. Also wie gesagt, das hat mich schon befruchtet, weil man ist ja immer nur in seinem Dunstkreis, auch ein Alternativ, aber da gibt es immer wieder was Neues. Und ich lade euch wirklich, unabhängig, dass Boba euch einlädt zu seinem Grundstück hier und zu der Idee, ich lade euch einfach ein, die Welt zu entdecken, wirklich die Welt zu entdecken. Geht rum, schaut, was es für Alternativen gibt. Man ist in so einem kleinen Tunnel gefangen oft. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wer meine Geschichte kennt, weiß das. Und deswegen geht's raus und spielt Fußball mit der Franz Beckenbauer, Sarah, die wenigsten schauen wahrscheinlich Fußball, aber ich würde sagen, geht raus und erkunde die Welt. Dann verabschieden wir uns. Jo. Gut, tschüss. Bis dann. So, und am Ende wollen wir euch noch ein kleines Lied mit auf den Weg geben, einfach so ein bisschen auch um nicht nur informativ, sondern auch ein bisschen energetisch euch zu entlassen nach unserem ganzen Geschwafel. Und der Boba ist nämlich auch Musiker. Und gibt es eigentlich schon eine CD von dir oder sowas? Nee, noch nicht, aber die kommt auch bald. Oh, die kommt auch noch. Ja, dann lass dich inspirieren. Wir waren gestern gemeinsam im Radio Bremen, haben gemeinsam gesungen. Kassel. Radio Kassel. Radio Kassel, genau. Freien Radio Kassel. Richtig. Und ja, es hat Spaß gemacht. Und ja, da ist auch gesehen, dass Boba mega, mega schön singen kann. Und zumindest, ja, sehr, sehr von meiner, ist immer Bewertungssache. Aber Boba, hau einfach rein und wir schauen mal, was kommt. Das ist ein sehr melancholisches Lied, ein bisschen langsamer. Geht so ein Frühling rasch mit seinen Blüten dahin, dann schon die reife Fruchtsonne brennt, Ernte im Sinn. Denkst wohl, das nächste Jahr kommt nie. Sei dir gewiss, es ist wie es ist, es ist wie es ist, es ist wie es ist. Nun, wenn die Ernte verteilt, wird jedem seinen Teil, braucht sich niemand zu sorgen, auch Mütter nur keine Eil. Denkst wohl, das nächste Jahr kommt nie mehr. Sei dir gewiss, es ist wie es ist, es ist wie es ist, es ist wie es ist. Im Herbst wird der Vorrat im Familienkreis der Erde gedankt. Wenn der nackt Frohsinn im Ofen verbrannt. Denkst wohl, das nächste Jahr kommt nimmer mehr. Sei dir gewiss, es ist wie es ist, es ist wie es ist, es ist wie es ist. Es kann ja nur anders werden. Moment für Moment, Zeitreisen der Augenblicke, Licht für ewig geschenkt. Denkst wohl, das nächste Jahr kommt nimmer mehr. Sei dir gewiss, es ist wie es ist, es ist wie es ist, es ist wie es ist. Okay, CD gekauft. Gut, jetzt lassen wir euch aber in Ruhe. Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüss.